Hallo zusammen. Das Jahr neigt sich jetzt definitiv dem Ende zu und ich denke, wir sind uns einig, es war wieder ein verrücktes Jahr. Nach 2020 dachten wir, wir haben es gesehen, aber naja, leider nicht. Ich hoffe jetzt, dass ich dank dem Booster doch noch gut durchkommen werde. Momentan geht es mir jedenfalls bestens und ich dachte mir, ich mache dann wieder einen Jahresrückblick, so wie ich das auch schon letztes Jahr gemacht habe, bei dem ich meine besten Fotos euch zeige, ein bisschen erzähle, wie die zustande gekommen sind und was ich vielleicht gerne anders gehabt hätte oder anders machen würde, wenn ich noch einmal zurückreisen könnte. Und bleibt unbedingt dran, es sind Fotos dabei. Ich war zweimal in Spanien dieses Jahr. Ich war in Russland für über einen Monat in der Arktis. Natürlich Italien, Deutschland, so das angrenzende Ausland und auch in der Schweiz unterwegs. Also, ich glaube, es sind ein paar gute dabei, ohne mich jetzt zu stark selbst loben zu wollen. Beginnen wir gleich einmal mit diesem Bild. Das habe ich im Januar aufgenommen, also vor knapp einem Jahr. Und das Foto ist in meinem Wohnort entstanden und nur so ging das auch. Und ehrlich gesagt ging es auch nur durch die Pandemie und die Homeoffice-Pflicht, die damals war, genau wie jetzt wieder. Denn sonst wäre ich im Büro gesessen und dieses Bild hätte es nie gegeben. Wie ist diese Aufnahme jetzt entstanden? Nun, es hat die Tage zuvor etwas geschneit, relativ viel Neuschnee hat es sogar gegeben. Und über die Nacht sollte es dann aufklaren. Und ich hatte gehofft, dass es nicht komplett aufklart, dass es noch einige Wolken hat, die dann hoffentlich kurz vor Sonnenaufgang richtig angestrahlt werden von der Sonne, sodass man diesen pinken Farbschimmer hat, den ihr auch in diesem Foto hier seht. Und ein, zwei Tage später wäre dieses Foto nicht mehr möglich gewesen, denn meistens schmilzt dann der Schnee schon sehr schnell von den Bäumen runter. Das heißt, das war so die Gelegenheit an diesem Morgen. Ich bin dann früh aufgestanden, habe begonnen zu arbeiten. Ich weiß nicht, 6 Uhr, halb 7 und nach ungefähr einer Stunde mal aus dem Fenster geschaut und gedacht, ja, es sieht nicht so schlecht aus. Ich weiß nicht, ein paar Minuten später noch einmal rausgeschaut und gemerkt, oh, ich sollte los. Das war dann eine sehr frühe Kaffeepause, Kamera eingepackt, keine Zeit mehr für Stativ oder irgendetwas, ich musste wirklich Gas geben. Ich habe auch mich nicht richtig angezogen, bin mit den Jeans los, mit nicht dem idealen Schuhwerk, denn es hatte Neuschnee, wie gesagt. Ich bin dann gerannt, durch den Neuschnee gestapft, war völlig außer Atem, als ich angekommen bin, habe eine passende Perspektive gesucht und drauf los fotografiert, einfach mit Stabilisator, halt die ISO auf 400 hoch statt bei 100. Ich meine, sieht man jetzt auch nicht so einen Unterschied. Serienfeuer und die Fotos waren scharf. Zumindest, ja, eines von 10. Das reicht ja, die Landschaft bewegt sich nicht so schnell. Und insofern alles gut. Ich habe dann ein bisschen mit der Perspektive, mit dem Bildaufbau gespielt. Natürlich darf man hier auf keinen Fall auf das Eis rauslaufen. Das ist wirklich gefährlich. Habe ich auch nicht gemacht. Aber ich habe die Uferlinie ganz leicht falsch eingeschätzt. Es war ein bisschen Schnee überhängend, den ich nicht erkannt habe. Nicht dramatisch, ich meine, ich kenne diesen See auch gut. Aber ja, ein Fuß war dann halt kurzzeitig ungefähr so tief im Wasser. Und bei minus, ich weiß nicht, 10 Grad friert das relativ schnell. Das heißt, es wurde dann immer unangenehmer. Ich bin dann auch relativ bald zurück und hatte zu Hause recht große Mühe, überhaupt wieder aus der Hose rauszukommen, da diese komplett eingefroren waren, richtig hart. Ich habe dazu ein Video gemacht, ihr findet es unten. Ich werde einen angepinnten Kommentar machen mit all den ja, Erlebnissen. Also macht es nicht so wie ich, aber schlussendlich mit dem Bild bin ich zufrieden, muss ich sagen. Mir hat gut gefallen, dass man im vorderen Bereich kein Eis oder kein Schnee hat, sodass man diese Spiegelung noch drin hat. Es ist lediglich etwas langweilig, finde ich. Also ich hätte es lieber gehabt, wenn vielleicht rechts, wo sowieso so viel Wald ist, wenn sich dort das Eisfeld noch etwas mehr zu mir hingezogen hätte. Ich weiß nicht, irgendwie noch mit einer coolen Form. Ich denke, das hätte dem Bild noch etwas mehr gegeben, aber da ließ ich leider nicht mehr machen. So, und springen wir zu etwas angenehmeren Aufnahmebedingungen. Dieses Foto habe ich an Ostern gemacht, und zwar in Valencia.
Wir sind zu einem Naturschutzgebiet gefahren, kurz vor Sonnenaufgang. Und kurz zuvor dem Naturschutzgebiet hat es dann einen Tümpel, wenn man so möchte, zwischen Häusern, wirklich unschön. Aber es hatte Stelzenläufer drin. Und ganz ehrlich, das war alles, was mich interessiert hat. Also bin ich dann dort, ja, habe ich mich halt dort positioniert, auch mit dem Bohnensack, richtig flach für eine flache Perspektive. Und meine Hoffnung war eigentlich, dass die Stelzenläufer dann in diesem Tümpel sind, hoffentlich nahe genug, dass ich sie groß habe und dass der Hintergrund schön unscharf wird. Und als Hintergrund hatte ich mir dann einfach das Ufer vorgestellt, das etwas grün bewachsen war und dann hoffentlich vom ersten Morgenlicht beschienen wurde. Das hatte nachher auch geklappt. Aber eigentlich bin ich mit diesem Foto hier viel zufriedener, denn irgendwie gefällt mir hier dieses Schlichte, das Reduzierte, einfach von den Farben her. Man hat im Hintergrund eigentlich nur ein Braun, Brauntöne, und der Stelzenläufer ist eh schwarz-weiß, nur die Füße knallen mit dem Rot etwas raus. Und das hat mir einfach sehr gut gefallen. Auch mit dieser spärlichen Vegetation, die sich genau wie der Stelzenläufer eigentlich sehr schön spiegeln. Das geht natürlich auch nur, also am besten bei so kleinen Tümpeln sehen und nur wenn es windstill ist. Das könnt ihr nicht machen, wenn da ein halber Orkan bläst. Und ja, ich meine, der Hintergrund war teilweise die Fassade einer Hauswand, die sich in dieser Pfütze gespiegelt hat, in diesem Tümpel. Also wirklich, wenn man sich nicht auskennt, würde man nicht darauf kommen, dass das gute Bedingungen für die Vogelfotografie sind. Aber wie ihr seht, man kann hier einiges machen. Gehen wir noch mal einige Wochen weiter, jahreszeitlich gesehen, auch wieder zurück in der Schweiz. Im eigenen Garten konnte ich diesen Gartenrotschwanz fotografieren. Und das ist eine Art, die ich schon relativ lang fotografieren wollte. Aber irgendwie hat das nicht geklappt. Ich habe ihn zwar immer im Garten beobachten können, ich wusste, wo er brütet. Er hat auch immer wieder einen Stein oder die Regenrinne vom Dach als Aussichtsplattform genutzt, wenn er in der Wiese nach Insekten gejagt hat. Aber ich fand das ästhetisch einfach nicht so schön und er war auch nicht extrem zutraulich. Und als ich dann von Augenblicke eingefangen dieses Jahr das Tragopan V6 Tarnzelt zum Testen gekriegt habe, dachte ich so, das ist mein erstes Projekt mit diesem Tarnzelt. Habe das Tarnzelt aufgestellt und versucht, ihn zu fotografieren. Wie gesagt, die Ansätze, die dort waren, haben mir nicht so zugesagt. Deshalb habe ich einen Ast genommen, einen schönen bemoosten Ast, den ich im Garten gefunden habe und habe den in die Wiese gesteckt. Und ja, er hat den angenommen. Ich habe ihn noch ein bisschen dazu überredet oder belohnt, wenn man so will, dass er auf Modell spielt und habe ihn etwas gefüttert als Gegenleistung. Hier ist natürlich auch wichtig, was ihr füttert. Ich habe diesen mit Mehlwürmern gefüttert, denn es ist ein eindeutiger Insektenfresser. Der würde sich über Sonnenblumenkerne nicht wirklich freuen. Ja, fotografisch war es dann relativ einfach. Ich habe leicht von oben nach unten fotografiert, nicht so stark, dass man es sieht, aber einfach, dass der Hintergrund passt, denn der Hintergrund war die Wiese. Und dieses Foto wäre ein paar Wochen später einfach nicht mehr möglich gewesen, finde ich. Denn dann wäre die Wiese komplett grün gewesen. Das wäre meiner Meinung nach ein viel zu knalliger Hintergrund. Hätte nicht mehr schön gepasst. Das Moos hätte sich nicht mehr abgehoben und es wären zu viele Farben gewesen, finde ich. Mir gefällt hier dieses schlichte Helle. Und ich habe mich auch so positioniert, dass ich trotzdem schon ein paar Flecken von der Wiese reingenommen habe, die etwas grüner sind. Einfach damit der Hintergrund nicht einfach nur, wie beim Stelzenläuferbild zuvor, nur eine braune Wand ist, sondern noch etwas Strukturen drin hat oder etwas Farbübergänge. Ja, mit dem Foto bin ich eigentlich wirklich komplett zufrieden. Konnte ich mir in dem Moment nicht mehr wünschen. Das Foto ist tatsächlich an meinem Geburtstag entstanden. Das war auch gut so, denn ja, meine Schwester und Mutter hatten eine Geburtstagstorte für mich vorbereitet, für das Frühstück. Und ich war draußen im Tarnzelt und wollte da zurück sein. Und dann hat sich das ein bisschen herausgezögert. Ich habe gesehen, er kommt, aber ich habe das Foto noch nicht, weil ich es beim ersten Mal verpasst habe, ihn recht schnell genug auszulösen. Und ich habe dann WhatsApp schnell geschrieben, hey, könnt ihr noch ein bisschen warten, bitte, bitte, bitte. Und schlussendlich wurde aus dem bisschen Warten eine Stunde. Aber ich hatte dieses Bild und ich war überglücklich. Und ich denke, sie haben es mir verziehen. Ich denke, der Geburtstag ist so der eine Tag im Jahr, an dem man sich eben so etwas erlauben kann. Foto Nummer 4 zeigt einen Birkhahn im Morgenlicht. Und das habe ich an einem Privatworkshop, den ich geleitet habe, konnte ich dieses Foto machen.
Das Ziel dieses Workshops waren eigentlich Steinböcke, wie ihr sie hier seht. Wir haben auch am Abend Steinböcke fotografiert. Das hat wirklich sehr gut geklappt. Kunde, wenn man so will, der Workshop-Teilnehmer, war schon sehr zufrieden. Wir sind dann am Morgen früh noch einmal los und haben dann die Birkhühner entdeckt. Und ja, ich habe ihn natürlich gefragt und er wollte auch lieber die Birkhühner fotografieren als die Steinböcke, was ich schon vermutet habe. Und so haben wir uns ein bisschen den Birkhühnern gewidmet und das hat recht gut geklappt. Also wirklich eine tolle Gelegenheit. Ich war so froh, nicht nur für mich, ich meine, ich könnte ja noch einmal hochgehen, aber dass es für den Workshop-Teilnehmer, der extra angereist ist, dann solche Bilder gab, war natürlich unglaublich toll. Und ich fand es relativ spät für eine Birkenbalz. Ich bin kein absoluter Experte, aber Juni, ich weiß nicht, ob es eine Nachbalz ist oder was genau das ist. Wenn ihr das wisst, lasst es mich wissen. Jedenfalls hat hier alles gepasst, das Gegenlicht, das hinten dran schon ein bisschen die Bäume anleuchtet, aber eben noch nicht alle, die unteren sind noch im Schatten, das heißt, man hat so einen Farbverlauf von warmen zu kühleren Farben. Der Abbildungsmaßstab ist eher klein. Ich weiß nicht, vielleicht hätten wir uns noch näher an das Tier rampirschen können. Ich habe in dem Moment vorgeschlagen, dass wir nicht näher rangehen, um das Tier nicht zu stören, und ja, ganz ehrlich, das Foto wollen wir uns auch nicht versauen. Und gerade in solchen Situationen finde ich eben auch mit etwas Umgebung kann ein Foto sehr, sehr gut wirken. 2 Wochen später und wir haben Juli, also den Hochsommer, und wo bin ich? Natürlich in Valencia, weil es mir in der Schweiz nicht warm genug war. Aber es hat sich gelohnt, es hat unglaublich coole Fotos gegeben. Ich bin schon am ersten Morgen, nachdem ich am Abend angekommen bin, am nächsten Morgen, ich weiß nicht mehr, um 5:30 oder war noch immer, ins Auto gestiegen, losgefahren und die Seeregenpfeife fotografiert. Und ich habe diese Szenen schon öfters fotografiert gehabt, auch im 2020 im Juli. Aber ich wollte dieses Mal etwas anderes machen. Ich dachte, diesmal setze ich mich mal auf die andere Seite und probiere es im Gegenlicht. Das Risiko ist ein bisschen höher, dass es irgendwie nicht klappt, aber ich dachte mir, wenn es klappt, dann müsste es richtig coole Farben geben. Am besten, wenn die Sonne gerade so über den Horizont kommt und der Hintergrund dann leicht zu leuchten beginnt und man vor allem diese Umrisse um die Vögel hat. Und ihr seht, es hat geklappt. Es gab sogar noch Interaktion zwischen Mutter und dem Jungvogel. Der hat sich hier so ein bisschen geschüttelt. Ich habe hier eine ganze Serie gemacht. Und das hat mir unglaublich gut gefallen. Von den technischen Daten, wie alle Bilder, die ich bis jetzt gezeigt habe, sind sie mit der Canon R5 entstanden. Ich hatte das 600mm Objektiv, der Blende 4 der zweiten Generation drauf. Und wenn ich mich richtig erinnere, war dieses Foto mit dem Telekonverter. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, sie sind doch relativ kleine Vögel, wirklich süß. Und dann ja, wirklich bodennah hin, dass man halt auch diese flache Perspektive kriegt, einen unscharfen Hintergrund, einen unscharfen Vordergrund. Und ich finde es einfach cool, auch wie man hier noch die einzelnen Sandkörner sieht, die wegfliegen beim Jungen. Gleichzeitig ist der Kopf etwas unscharf. Es wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, das wollte ich so. Ich finde es cool, aber in dem Moment war mir das Licht der limitierende Faktor, wieso ich da nicht mit der Verschlusszeit auf eine 3200stel hoch bin. Und ja, das Bild gefällt mir wirklich gut. Ich bin nach wie vor sehr zufrieden. Ich wüsste auch nicht wirklich, was ich da anders machen würde. Sorry, mal ein bisschen viel Selbstlob. Ja, ich würde sagen, wir machen einen harten Wechsel von 40 Grad in Spanien zu minus einigen Grad in der Arktis in Russland. Es war immer noch Hochsommer. Das Bild ist im Mitte August entstanden. Und zwar von der Akademik Troschnikow, einem russischen Eisbrecher und Wissenschaftsschiff, auf dem ich eben gearbeitet habe während etwas mehr als einem Monat, etwas mehr als 5 Wochen, ehrlich gesagt. Und ja, in den Pausen konnte man natürlich auch an Deck und schauen, was man so sieht. Und als die Troschnikow da durch das Eis gebrochen ist, haben wir mehrere Eisbären gesehen. Und
Das war das erste Foto von Eisbären, das ich machen konnte. Ich finde, ich habe eventuell nachher noch bessere gemacht, aber irgendwie habe ich zudem die größte Beziehung, weil es einfach das erste war von diesen zwei Eisbären, relativ weit weg. Ich habe das Foto mit der Canon EOS R und dem 100 bis 500er gemacht, das mir von Canon zum Testen ausgeliehen wurde, da ich meine R5 ja auch im Meer versenkt hatte zuvor. Und mir gefällt hier einfach dieses Schlichte und die etwas düstere Stimmung obendran mit den Wolken. Vielleicht interpretiere ich jetzt etwas zu viel herein als Biologe, aber gerade mit den Eisbären, die Mühe haben mit dem Klimawandel, mit der Arktis, mit dem Seeeis, das immer mehr schmilzt, beziehungsweise sich im Sommer nicht mehr richtig bildet, fand ich irgendwie dieses Bedrohliche, hat mir noch ganz gut gefallen. Wir sind jetzt wieder in der Schweiz im Dezember, und wir waren da Steinböcke fotografieren. Es war ein gewisser Aufstieg und ich hatte meinen neuen F-Stop Tilopa dabei. Das war die erste Tour mit dem. Ich mache darüber wahrscheinlich noch ein Review, falls ihr interessiert seid. Also unbedingt Kanal abonnieren und die Benachrichtigungen auch aktivieren. Und ja, ich glaube, am Schluss hatte ich genau noch ein Thermo-T-Shirt und die Jacke an und unten dran nur noch eine dünne Tourenskihose. Ich hatte es so warm vom ganzen Aufstieg. Und dann hatte ich noch das Adrenalin, während ich den Steinbock fotografiert habe. Ich würde sagen, ungefähr eine halbe Stunde lang. War mir warm genug und kaum hat das Adrenalin ein bisschen nachgelassen und ich hatte die Bilder im Kasten, habe ich gemerkt, wie frisch es eigentlich draußen ist. So ist es doch häufig. Ja, was hatte ich dabei? Meine R5 und das 600 mm Objektiv natürlich. Das ist nicht zum Einsatz gekommen, das 600er. Die Aufnahmen sind mit dem 70 bis 200 mm entstanden. Diese Steingeis war sehr kooperativ. Sie hat immer wieder ein bisschen im Boden gescharrt nach Gräsern und ich fand es unglaublich faszinierend eigentlich, wie die Tiere mit so wenig Nahrung auskommen im Winter. Und das fand ich wirklich beeindruckend und sie ist dann sogar eben noch etwas auf mich zugekommen, wie ihr sehen könnt. Es hat mir wirklich sehr gut gefallen, auch mit dem frischen Schnee überall. Das einzige Problem, das ich jetzt habe, ich kann mich nicht wirklich entscheiden. Ich habe dieses Bild, wo sie auf mich zukommt und dieses andere, wo sie steht. Sie war am Fressen, hat den Kopf gehoben und mich kurz angeschaut. Das hat sie übrigens ungefähr alle 8 bis 12 Minuten gemacht, würde ich sagen. Das heißt, es war ein relatives Geduldsspiel, denn wenn sie einfach mit dem einfach am Fressen ist, ist es ziemlich langweilig zum Fotografieren. Ja, das andere Bild hat mehr Dynamik. Hier gefällt mir eigentlich der Blickkontakt noch und man sieht etwas mehr vom Schnee im Hintergrund. Ich weiß nicht, welches mir besser gefällt und ich dachte, ich gebe das Wort doch an euch ab. Welches gefällt euch besser? Bild 1 oder Bild 2? Lasst es mich unbedingt in den Kommentaren wissen und ja, das war eigentlich meine Zusammenfassung fotografisch vom Jahr. Es ist doch einiges gelaufen, würde ich sagen. Und es hat mir auch wirklich Spaß gemacht, immer wieder draußen zu sein. Ich habe ja etliche Vlogs auch draußen gemacht. Ich habe Equipment getestet und Erfahrungsberichte gemacht. Und vielen, vielen Dank von euch allen für die Unterstützung. Es hat mir sehr viel Freude vorbereitet, wenn ich die lieben Kommentare gelesen habe. Ja, und in dem Sinn bin ich jetzt eigentlich fertig. Ich wünsche euch einen ganz guten Rutsch ins neue Jahr und wir sehen uns dann wieder. Macht's gut. Ciao.